Oh, aua, mein Kopf! Oh, Braxy? Lumi? Wo zur Hölle sind wir hier? Ich glaube, wir sind auf dem Meer. Oh Mann, hallo? Oh nein, Braxy, ich glaube, uns hört hier niemand. Wir sind hier wirklich ganz alleine. Was machen wir denn jetzt? Wir sind richtig, richtig weit von zu Hause weg, Leute. Wir sind irgendwie eingeschlafen. Wir wollten eigentlich nur angeln gehen. Und jetzt sehe ich weit und breit kein Land mehr. Oh Mann, Leute. Wenn ihr uns helfen wollt, zurückzufinden, dann lasst jetzt innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da. 3, 2, 1. Dankeschön, Braxy. Die Leute haben alle ein Like da gelassen. Danke. Okay, meinst du nicht, wir fahren einfach mal ein Stück und schauen, ob wir vielleicht unsere Insel wiederfinden, Braxy? Kannst du das Ding denn betätigen? Ja, wir sind doch auch hierher gekommen, Braxy. Ich krieg das schon hin. Dann los, ich setz mich hin. Oh, Braxy, sitzt du gut? Ja. Okay, dann lass uns losfahren. Oh Mann, Leute, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir unsere Insel wiederfinden. Oh, warte mal, Braxy. Warte mal. Wir haben gar kein Essen dabei, merke ich gerade. Aber ich habe eine Angel, da kann ich uns doch Fische angeln. Okay, wir müssen wirklich schauen, dass wir uns Essen angeln, Leute. Oh, Braxy, ich habe langsam echt Hunger. Ich habe keine Kraft mehr, das Boot zu fahren, Braxy. Soll ich fahren? Ich habe noch genügend Kraft. Nein, ich habe Hunger. Lass uns doch irgendwas angeln oder so, findest du nicht? Du hast recht. Wir können Warte mal, Braxy, siehst du das da hinten? Das ist eine Insel. Da hinten ist eine Insel, Leute. Schau mal, ganz da vorne gleich. Oh Mann. Aber Brax, ich habe wirklich Hunger. Lass uns, bevor wir da hinfahren, doch wenigstens kurz was angeln, okay? Okay. Okay, warte. Ich mach kurz Stopp hier. Wow, Lumi. Oh. Ja, Braxy, was? Da ist, guck mal, im Wasser. Schnell. Siehst du das da hinten? Oh, Lumi. Oh. Braxy? Das ist doch nicht etwa ein Hai. Oh nein. Wir können hier nicht angeln. Fahr weiter. Leute, was sollen wir nur machen? Da scheinen Haie zu sein. Braxy, aber ich glaube, der schläft. Schau mal, der bewegt sich doch gar nicht. Nein, das ist ein Trick von den Haien. Ich habe eine Doku gesehen. Oh, Braxy, du mit deinen Dokus. Komm schon, da wird schon nichts machen. Wir müssen dahinter fahren. Lass uns jetzt angeln gehen. Komm schon. Oh, du musst mir glauben. Mann, Gott, komm. So, der wird schon nichts machen, Braxy. Okay, ich mach doch leise, Braxy. Meine Güte, Lumi. Oh, Lumi. Da vorne sind noch mehr Haie, Braxy. Oh, und die Delfine sind doch die Lieben, nicht die Haie. Oh, Braxy, keine Sorge. Die werden schon nichts machen. Oh, wir sind doch gleich an der Insel angekommen. Meinst du, wir können so einen Hai angeln, Braxy? Da hätten wir auf jeden Fall genug Essen, ne? Oh, Lumi, wir können keinen Hai angeln. Oh, die bewegen sich. Mach langsam. Komm schon, Braxy. Lumi. Komm schnell hoch. Komm schon, ich werfe jetzt meine Angel aus, Braxy. Vielleicht angel ich ja einen Fisch, komm schon. Oh oh, Braxy, ich hoffe die Haie, die, wenn der einer anbeißt, dann angel ich den. Nein, das machst du nicht, wir haben nicht Platz für eine Ei. Oh, vielleicht kommt ein anderer Fisch, da kommt was, ich habe was an meiner Angel. Nein, ich habe was an meiner Angel. Ein verzaubertes Buch? Warte, ich will auch was. Ey, du klaust mir all meine Fische, Braxy. Ja, meinetwegen kannst du ruhig ein Buch essen. Jetzt habe ich einen Fisch. Ha! Ich hab was zu essen. Ich hab was zu essen. Ich schmeiß dich gleich in die Haie rein. Nein, nein, das machst du nicht, Braxy. Oh Mann, Leute, schaut mal. Ich hab jetzt endlich was zu essen. Ich hab ein Kabeljau. Aber Braxy, wir haben nicht mal einen Ofen, um das zu braten. Lass uns doch kurz auf die Insel da gehen. Da ist genug Stein für einen Ofen. Okay, komm. Okay, komm schon. Dann lass uns da anlegen. Die Haie werden doch nichts machen, Braxy. Was machst du da? Oh, das war richtig knapp, Leute. Okay, komm, wir legen jetzt hier an, Braxy. Und zack. Perfekt. Okay, Braxy, meinst du, wir finden hier vielleicht ein bisschen Holz, um uns eine Spitzhacke zu bauen? Lass uns mal aufteilen, dann sind wir schneller. Aufteilen? Braxy, komm schnell rüber. Du musst ganz schnell hierher kommen, Braxy. Komm zu mir. Siehst du das hier? Schau mal, da geht es richtig tief nach unten.
Wow, denkst du das, was ich denke? Nein, Braxy, aber ich will da auf keinen Fall runtergehen. Das sieht ziemlich dunkel aus. Nein, ich habe in Dokus gesehen, dass wenn an einsamen Inseln so ein Riesenloch ist, dass es dort ein McDonald's gibt. Oh Mann, Braxy, du mit deinen komischen Witzen immer. Braxy, lass uns doch lieber hier außen schauen, ob wir hier vielleicht... Nein, ich will mein McDonald's unten sehen. Braxy, wir sind mitten auf dem Ozean. Hier wirst du kein McDonald's finden, du Blödmann. Mit einer Mengenfantasie? Hallo? Oh Mann, Leute. Leute, wenn ihr auch denkt, dass da unten kein McDonald's ist, dann abonniert jetzt unbedingt den Kanal und... Oh nein. Braxy, warte doch auf mich. Komm doch endlich. Ich komm jetzt, Braxy. Oh Mann, der Dussel ist schon nach unten gegangen, Leute. Oh, aber das ist so dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Hallo, Braxy. Wow. Braxy, mach das ja nie wieder mit mir. Weißt du, wie Angst ich hatte? Ich habe mir gleich in die Hosen gemacht. Also, fast. Entschuldigung. Aber, ich hab... Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Hör auf jetzt, Braxy. Braxy, ich fühle mich hier nicht sicher. Das ist viel zu... Braxy, warte mal. Siehst du das? Da ist ein Feld und... Warte mal. Braxy, da ist jemand. Siehst du das? Habe ich dir nicht gesagt, dass es hier ein McDonald's gibt, du Dussel? Nein, das ist kein McDonald's, Braxy. Hier wohnt irgendjemand mitten in einer Höhle auf dem Ozean. Das ist kein gutes Zeichen. Yumi, mitten auf einer Höhle im Ozean kann es keine Menschen geben, aber ein McDonald's. Komm schon, mach ganz leise. Wir dürfen den ja nicht aufwecken. Psst, mach leise, Braxy. Ich mach doch gar nichts. Ich glaube, der ist am Schlafen, der alte Mann. Bist du wahnsinnig? Entschuldigung, was macht ihr in meiner Höhle? Entschuldigen Sie, wir wollten Sie auf keinen Fall aufwecken. Wir haben uns auf dem Ozean versegelt. Was? Ich hab einen Stock. Er meinte, dass sie McDonald's-Verkäufer sind. Das stimmt. Wir wollten einen Cheeseburger. Was? McDonald's? Auf einer Insel? Seid ihr bescheuert? Hab ich dir doch gesagt, es gibt keine McDonald's auf einer einsamen Insel. Darf ich fragen, was sie hier unten machen? Also, wir sind mitten auf dem Ozean. So, ich wurde vor 20 Jahren hierher gespült. Den lebe ich hier. Oh, das ist ja gar nicht gut. Meine Freunde haben mich zu... Geh weg von der Truhe! Ja, Entschuldigung. Hör auf damit. Du kannst... Oh nein. Nein. Warte mal. Geht sofort weg hier. Die Höhle stürzt ein. Kommen Sie mit. Sie müssen hier raus. Braxy? Was habt ihr gemacht? Wir waren das nicht. Sie müssen schnell raus hier. Die ganze Höhle scheint zusammenzubrechen. Nehmen Sie Ihr Bett mit und vielleicht das Obst hier. Das könnten wir gut gebrauchen. Komm schon. Oh, beeilen Sie sich. Ich nehme die ganzen Melonen hier noch raus. Nehmt alles mit und jetzt schnell hoch, Braxy. Nehmt den Ofen mit, Braxy. Den Ofen. Ja. Okay. Los, geht da raus hier. Oh, wir kommen schon. Oh, wir müssen ganz schnell raus hier. Es wackelt schon alles. Oh Mann. Beeil dich. Ich bin langsam. Ich komme hier nicht so schnell hoch wie ihr. Oh, komm schon. Wir sind gleich draußen. Oh, komm schon. Nein, warte mal. Da ist irgendwas. Oh weia. Leute, die komplette Höhle ist zusammengestürzt. Wir haben es da gerade so rausgeschafft, Leute. Oh nein. Es ist auch stockdunkel. Braxy, was machen wir jetzt? Ich habe noch Holz gefunden in seiner Kiste. Vielleicht können wir unser Floß ein bisschen erweitern. Kinder. Können wir ihn mitnehmen? Ja? Ihr könnt gerne meine Sachen haben. Ihr habt mich gerettet. Hier ein paar Karotten. Opi, ich habe deine Sachen schon genommen, du Dussel. Oh, ach so. Ich vergesse halt viel. Dussel. Sag das doch nicht. Das ist unhöflich, Braxy. Wer wart ihr doch mal? Wir sind, das ist Braxy und... Nein, ich bin der königliche Braxy. Der Banana Gang. Okay. Ich bin Lumi. Und wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Opa Odi. Opa Odi. Schau mal, wir sind mit einem
Oh, Braxy. Oh, ich dachte schon, unser Floß ist weg. Aber schau mal, unser Floß ist Gott sei Dank noch da, Braxy. Mhm. Okay. Das heißt, wir können den Opi nicht mitnehmen. Tschüss, Opi. Aber nein. Los. Braxy, hör auf. Schau mal, wir haben so viel Holz. Wir bauen das Floß einfach größer. Und dann nehmen wir Opa Odi einfach mit. Natürlich nehmen wir ihn mit. Das war doch nur ein Spaß, Opa Odi. Das ist sehr nett von euch, Kinder. So, dann würde ich sagen, Braxy, ich mache hier kurz eine Fackel. Mach du auch noch eine hin, damit wir ein bisschen mehr Licht haben. Hier ist echt dunkel. Okay. So, genau. Mach überall Fackeln hin. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, bauen wir unser Floß einfach ein bisschen größer. Schau, wir machen hier noch eins hin. So. Und dann machen wir hier hinten noch einfach einen dritten Stuhl hin, Braxy. Hast du noch einen? Ich müsste noch einen haben, warte mal. Schau mal, ja, in das Fach vorne. Hier. Perfekt. So. So, Opa. Zack, jetzt kommt hier einfach noch ein Sitz hin. So, Opa Odi, wir haben jetzt genug Platz für dich. Komm schon, setz dich hin. Wir fahren jetzt weiter. Das ist aber nett, Kinder. Oh, komm schon, wir helfen dir. Setz dich da hin. Oh Mann. Ich werd seekrank, fahr nicht so schnell. Oh Mann, Leute, wie lange sind wir schon jetzt auf dem Floß unterwegs? Mir wird langsam echt schwindelig hier vorne. Lumi, ich bin seekrank, Lumi, nicht so schnell. Opa Odi, geht's Ihnen gut da hinten? Ja, ich bin das schon gewohnt, ich bin ein alter Seefahrer. Okay, Braxy, ich finde, wir sollten langsam mal Halt machen. Oh, wir müssen echt mal eine Pause machen. Oh. Du hast recht. Ich will mich auch langsam hinlegen, einen Mittagsschlaf machen. Wir waren so lange jetzt schon unterwegs. Da habe ich langsam keine Kraft mehr zu fahren. Schau mal, lass doch unser Floß größer machen. Und dann bauen wir hier ganze Betten hin, Braxy. Wir haben doch ein Bett von Opa Odi mitgenommen. Wir können doch unser Floß zu einem Hausfloß machen. Du meinst ein richtiges Hausboot? Mhm. Toll, Kinder. Lasst uns das tun. Okay. Wer hat dich denn gefragt, Opi? Oh, Braxy, das sagt man nicht. Haie! Haie! Braxy, komm schnell her. Braxy. Ich kann nicht schwimmen. Nein, wir müssen irgendwas unternehmen, Opa Odi. Nein. Die Haie kommen schon. Opa Odi, wir müssen was unternehmen. Komm schon, helf mir. Ausfischen. Ich kann auch nicht schwimmen. Braxy, ja, halt dich fest. Komm her, ich zieh dich mit meiner Angel. Komm schon. Super Lumi, zieh ihn. Oh, komm schon. Ich kann nicht schwimmen. Wir schaffen das. Die Haie kommen. Lass mich in Ruhe, Lumi. Ich rede nicht mehr mit dir. Oh Mann. Leute, ich habe das doch gar nicht böse gemeint. Aber Braxy war böse zu Opa Odi. So, und... Oh nein, du blöder Hai. Lass unser Boot in Ruhe. Lumi. Lumi, ich muss Lumi helfen. Braxy, rett dich. Lumi, komm. Oh, Leute, das ging gerade mal noch so gut. Wir sind hier nicht so gut sicher. Wir sollten unser Floß echt größer bauen. Komm schon, Braxy, hast du noch Holz dabei? Ich glaube schon, warte mal. Kinder, ich hab noch Holz. Okay, dann würde ich sagen, werft ihr so lange eure Angel aus und ich baue unser Floß größer, okay? Okay, hier kriegst du mein Holz erstmal. Ich habe zwar nicht so viel, aber es ist ein bisschen. Okay, dann komm schon, werft eure Angel aus. Wir brauchen jetzt unbedingt ein paar Sachen. Okay, das macht ihr gut, angelt schön. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas. Oh, Braxy, du hast was an deiner Angel gehabt. Du hast zu spät hochgezogen, Braxy. Du musst das besser machen. Ja, ist ja gut. Musst du nicht das Floß bauen, du Dussel? Ich baue das schon, Leute. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Das ist langsam echt viel zu klein für uns drei. Wir sollten das wirklich größer bauen. Ich baue jetzt hier das Floß viel größer, Leute. Oh, Lumi! Ja? Können wir ein McDonald's bauen? Wir bauen kein McDonald's. Wir müssen das Floß größer bauen, du Dummkopf. Du bist ein Dummkopf, du Dummkopf. Hör auf, Braxy. Ich baue das Floß größer. Es reicht. Okay. Du hast recht, Opa Odi. So, okay, wir haben jetzt schon viel mehr Platz und... Opa Odi... Ich hab einen Fisch. Oh, lass ihn dir schmecken. Oh guck nein. Mal, Lumi, den hab ich dir gefangen. Für mich gefangen? Wow. Lumi, Braxy? Braxy? Der kommt bestimmt gleich wieder hoch, Opa Odi. Mach dir keine Gedanken. Alles klar. Ich hab noch eine Angel geangelt. Das ist ja super. Wartet mal, Leute. Schaut mal, was Opa Odi geangelt hat. Ein Pufferfisch. Wartet mal, das wird lustig. Wir werden Braxy jetzt ärgern. Braxy, du hast aber bestimmt Hunger, findest du nicht? Oh, ich hab noch Melonen. Schau mal, aber ich hab hier so einen richtig leckeren Fisch, Braxy. Lass ihn dir schmecken. Oh,
das ist ein Kugelfisch, den wollte ich schon immer mal essen. Ich wollte schon immer Sushi, japanisch, chinesisch essen. Okay, Brex, lass ihn dir schmecken. Lumi! Ja? Den Fisch darf man doch nicht essen! Ich wollte doch nur Spaß machen. Das ist doch kein Schuh. Oh, Lumi, was hast du mir gegeben? Ich dachte, der Fisch ist lecker, Braxy. Oh, jetzt regnet es auch. Oh, du hast recht. Oh Mann, Leute, jetzt fängt es auch noch an mit Regnen. Wir sollten uns jetzt wirklich beeilen. Okay, ja, egal. Jedenfalls würde ich sagen, Leute, bauen wir jetzt hier das Floß noch so ein bisschen größer. So. Hinten dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bauen wir noch ein, ja, Braxy? Wollt ihr was sagen? Was denn? Der Obi hat mich ins Wasser geschubst. Ja, bist du selber schuld, du Dussel. Ich will jetzt das Floß größer bauen. Hör auf, lass mich in Ruhe. Wir machen jetzt hier hinten ein Crafting-Table hin. Und dann, Leute, bauen wir ganz viele Zäune. Warte, zack. So. So, okay. Dann, damit wir auch nicht runterfallen, Leute. Warte, zack. Ich baue hier so einen kleinen Zaun hin. Dann können wir auch nicht runterfallen. Boah. Super, okay. Machst du das, Lumi? Braxy, gib mal bitte das Bett von Opa Odi. Oh, wieso muss ich immer alles tragen? Oh, dank. Ha, reingelegt. Ach, du Blödmann, gib her jetzt. Du bist ein Blödmann, du Blödmann. Wir müssen jetzt schlafen, es wird schon dunkel. So, wartet. Wir machen hier das Bett hin. So, ist zwar alles ein bisschen eng, aber wartet. Wir sollten hier wenigstens noch ein kleines Dach über den Kopf bauen, sonst regnet es, während wir schlafen. Das ist eine coole Idee, weißt du, so ein Halbdach wie beim Cabrio. Ja, warte, Braxy, ich habe schon Stufen gemacht. Die machen wir jetzt hier oben drüber. So, zack. Okay. Wie cool ist das denn? Wir müssen uns jetzt zwar alle in ein Bett quetschen, aber das ist doch sicherlich kein Problem, oder? Kinder, ich bin der Älteste, deswegen gehört das Bett mir. Nein, Opa Odi, aber wo sollen wir denn sonst schlafen? Ihr seid noch jung, es ist nicht schlimm, wenn ihr nass werdet. Gute Nacht. Oh Mann, Leute. Opa Odi will, dass wir im Regen schlafen. Egal, ich schau mich jetzt aufs Ohr, weil ich bin echt müde. Das Kuschfloß gehört endlich mir. Kinder, ihr seid ja wach. Hier kriegt ihr noch einen vertrockneten Fisch. Tschüss. Adios, amigos. Macht's gut, Kinder. Und tschüss. Braxy, warte, komm her, ich mach dir das ab. Braxy. Ich hab gesagt, man kann ihm nicht vertrauen. Oh, Braxy, er ist einfach mit unserem Floß abgehauen. Ich hab dir gesagt, man soll ihm nicht vertrauen, aber du wolltest ihm unbedingt vertrauen. Hey, du hast es gar nicht gesagt. Warte mal, nein, er hat das Steuerteil abgesägt. Wie sollen wir denn jetzt weiterkommen, Braxy? Ich weiß es nicht, Lumi. Ich bin traurig. Aber mit einem Like geht's mir wieder gut. Oh Mann, immer du mit deinen Likes, Braxy. Leute, vielleicht hat er recht. Wenn ihr jetzt alle ein Like da lasst, dann freut sich Braxy. Kommt schon, Leute, schaffen wir das in 3 Sekunden? Alle, die noch kein Like da gelassen haben. 3, 2, 1. Braxy, sie haben alle geliked. Juhu. Braxy, wir haben noch unsere Angel. Vielleicht können wir uns ja ein paar neue Teile angeln. Komm schon, werf deine Angel aus, Braxy. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind schließlich auf einem Floß, wir müssen angeln, Braxy. Komm schon, bitte, ein Fisch muss doch anbeißen. Irgendwas, komm schon. Braxy, wie sieht's bei dir aus? Es tut sich nichts. Bei mir tut sich auch nichts. Komm schon, bitte, doch nur ein einziges Teil. Oh, bei dir kommt was, Braxy. Oh, nur ein Fisch. Mann. Bei mir tut sich aber gar nichts. Du klaust mir alle Sachen. Nein, da kommt was. Oh, ich habe noch so einen Kugelfisch. Oh Mann, aber ich brauche ein neues Bootteil, womit wir unser Floß bauen können. Komm schon jetzt. Ich habe was. Was hast du? Was ist das? Ein neues Steuerteil. Das ist sehr gut, Braxy. Warte, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen neues Leder, um einen neuen Stuhl zu bauen. Komm schon, da kommt was. Und zack. Oh nein, wieder nur ein Fisch. Aber ich habe Hunger, Leute. Ich muss den essen.
Lecker. Nom, 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 nom. Okay, Braxy. Ja, komm schon. Vielleicht sollten zwei Sitze reichen. Wir sind ja nur noch zu zweit. Wir müssen uns diesen Opa Udi schnappen. Ich muss ihm das unbedingt zurückzahlen. Warte, wir bauen jetzt ein richtig großes Floß, Braxy. Wir machen das richtig groß, pass auf. Okay, komm. Wir bauen das hier so richtig groß, Leute. So, und zack. Dann da drüben. So, okay, Braxy, das sieht schon richtig groß aus. Jetzt, warte, jetzt machen wir ein richtiges Hausboot. Oh, oh, ich will reden, ich will reden. Ja, was willst du denn? Wir brauchen eine Aussichtsplattform, wie bei den Piraten. Richtig, warte, dann wir bauen das hier so hoch, Braxy, warte, zack. Wir bauen ein richtiges Hausboot. So, bis davor, da lassen wir ein bisschen Platz, zack. Dann da, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt brauchen wir hier oben noch ein Dach. Warte, ich mache ein paar neue Stufen. So, so Braxy, jetzt machen wir ein richtig cooles Dach drauf. Warte, so, bis darüber. Und hier oben kommt jetzt eine kleine Aussichtsplattform hin. So, zack, dann da. Boah, Leute, wir bauen jetzt ein richtiges Boot gerade zusammen. Das ist richtig cool. Wie kommen wir da jetzt hoch? Hast du eine Leiter? Warte, ich baue schnell eine. So, die machen wir jetzt da ran, Braxy. Warte, bau das kurz ab. Komm schon. Und zack. Und jetzt können wir hier nach oben auf unsere Aussichtsplattform, Braxy. Und so können wir auch sehen, wo sich der doofe Opa befindet. Du bleibst hier oben, Braxy, und hältst die Aussicht. Warte, ich bringe dir deinen Stuhl kurz nach oben. Beeil dich. Warte. Zack. Lumi. Ich komm doch schon. Ich glaube, ich sehe eine Insel. Was? Echt? Ja, hier drüben, links von mir. Wie sagt man? Backbord. Ich sehe da zwar weit und breit gar nichts, aber du wirst schon recht haben. Ich habe dir jetzt deinen Stuhl mitgebracht. Hier, bitteschön, Braxy. Setz dich drauf. Dankeschön. Und dann hättest du jetzt die Aussicht. Du da oben sagst mir Bescheid, wenn irgendwo eine Insel in Sicht ist, okay? Okay. So, ich baue hier unser Floß noch schön. Lumi, hier für dich. Oh, eine Karotte. Dankeschön, Braxy. Ich habe aber selber auch Karotten, aber egal. Aber hast du das? So, okay. Unser Floß sieht schon richtig cool aus. Braxy, ich fahre jetzt weiter, okay? Okay, los. Warte, dafür muss ich mein neues Rad platzieren. So, und jetzt würde ich sagen, Braxy, auf geht's. Wir fahren jetzt weiter. Lumi, nach rechts, nach rechts. Warte mal, Braxy. Ja? Wir haben Wasser in unserem Floß drin, Braxy. Oh nein, wir brauchen eine Insel. Schau doch, Braxy. Das ist irgendwie undicht geworden. Hier fließt überall Wasser durch. Wir gehen langsam unter. Oh. Lumi, nach rechts, da ist eine kleine Insel. Ich sehe nichts. Das lässt sich auch schwer lenken, das Boot, Braxy. Oh. Du musst ganz doll nach rechts ziehen, nach rechts. Oh, ich zieh doch schon nach rechts, Braxy. Oh. Und jetzt geradeaus. Oh Mann, ich fahre da schon. Leute, wir müssen uns beeilen. Unser Floß geht unter. Oh, oh weia, das sieht echt nicht gut aus. Braxy, alles gut bei dir da oben? Ja, wir brauchen... Nach links, nach links. Zieh nach links. Ich zieh nach links, Braxy. Und jetzt geradeaus, nichts mehr machen. Okay. Du hast recht. Ich sehe sie jetzt auch. Da ist eine kleine Insel. Boah, Leute, das wird richtig knapp. Es wird immer mehr Wasser in unserem Floß drin. Oh, Braxy, wir sind gleich da. Komm schon, halt durch. Oh, das war knapp. Warte mal, Braxy, siehst du das auch? Das ist Opa Udi. Warte, Opa Udi. Kinder, hey Kinder, was macht ihr hier? Was machst du hier? Udi. Was machst du hier? Oh, was soll das, Opa Udi? Hä? Es war nicht so gemeint, Kinder. Bitte rettet mich von der einsamen Insel hier. Wir haben dich schon einmal gerettet und du hast uns verraten. Ich bin schon seit 20 Jahren hier. Oh, Braxy, sollen wir ihm verzeihen? Ich weiß es nicht. Leute, schreibt ihr in die Kommentare, sollen wir Opa Udi verzeihen und mit auf unser Floß lassen? Oh, ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Immerhin hätten wir jetzt genug Platz. Unser Floß scheint ja ziemlich groß zu sein. Wir müssen es aber unbedingt reparieren, weil irgendwie ist es ein bisschen undicht. Braxy, ich würde sagen, wir bauen das ganze Holz hier ab und machen unser Floß sicher, okay? Okay, Leute. Ja, Kinder, nimmt mein Holz und nimmt mich dann auch mit. Ja,
Leute, ich würde sagen, wir sehen uns da, wenn das Ganze fertig ist, ja? Und bis dahin, Leute, schaut euch gerne das andere Video hier an, was ihr da seht. Ihr müsst da unbedingt draufdrücken, glaubt mir, das ist auch richtig lustig, schaut es euch an. Und ansonsten, checkt doch gerne meine Freunde ab, Link ist in der Beschreibung. Tschüss!